Everyone's feeling pretty. It's hotter than July. Woo! Though the world's full of problems, yeah, you couldn't touch us even if they tried. Weiter! Peace have come to Zimbabwe. Ah. Ah. Eva! Was geht, der Hessel ist im Haus? Guten Tag, das Yo! Ey, Bruder, wie du singst. Na, ne? Hör doch auf. Nein. Du. Das ist doch nur so. Mir läuft die Ritze runter. Welcher? Ist doch egal. Darüber rede ich nicht. Ja. Ist so privat. Aber die Ritze, die ist nass, Bruder. Ja. Aber bass. Das Karl-Ritz-Hotel. Karl-Ritz-Hotel. Nee, weißt du? Herzlich willkommen. Ja. Zum geilsten Podcast. Der Welt. Der Welt. Wenn Prince und Michael Jackson einen Podcast gemacht hätten, dann wäre der besser als der hier. Ey, Bruder, wir sind Top 50, ne? Ja, wir sind Top 50. Top 50 in dem Podcast. I got the magic stick. Ey, Freunde. I got the magic stick. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr wirklich gemacht? 2 Folgen, 2 Wochen und wir haben eine Woche? Ja. Yeah. 36.000 Follower. Ja. Auf Spotify. Weil wir, also ich weiß... Nein, 36.000 Follower. Ja, ich will erstmal was dazu sagen. Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben. Ist also so. Also erstmal danke an alle, die es möglich gemacht haben. Danke an alle Leute, die uns unterstützen. Wir sind selber überwältigt, dass das ganz schnell ging. So. Ey, das ist zu krass. Das ist zu krass. Es liegt natürlich primär an Cheyennes unfassbaren Charme. Oh mein Gott, es liegt daran, weil wir besonders sind. Ja, wir? Ja. Du? Nein, wir. Nein, du. Wir sind zusammen und wir küssen uns nachts. Spaß. Also. Ey, gib mir bitte was, das ist übertrieben warm hier drin, ist 7 Milliarden Grad. Warum? Ihr seid doch immer gewohnt. Seid ihr immer gewohnt hier? Tropisches Klima. Ja, Wo ist das Wasser? Wo ist das Wasser? Ey, dieser hessische Dialekt ist so Gefällt geil. Gefällt dir? Ich liebe das. Aber der mag dich. Ich ziehe auch nach Hessen, damit ich so werde wie die Hesser. Hesser? Ja. Hessen, ne. Hessen, ne. Ja, sicher. Ja, wie viel willst du denn noch? Ey, ist das Wasser alle? Ja. Wie sollen wir die Folge überleben? Ja, das ist egal, weil wir sind die Podcaster von Deutschland. Ah, jo, die Also, wie geht's dir, Nisa? Mir geht's sehr, sehr, sehr gut. Ich hatte meine Solo-Preview-Premiere in Darmstadt. Ja. Schmangers. Ja, in Darmstadt. Wie viele Leute waren da? Ich weiß nicht, ich glaube 3.700. Nein, Spaß. War ausverkauft. Ich weiß es nicht. Ausverkauft, ne? Ausverkauft, wie so bei anderen Comedians, wenn ich sagen ausverkauft, aber es sind einfach nur 18 Mann da. Nein, die Halle war voll, weiß ich nicht, ein paar hundert, es war sehr cool. Du warst ja auch da. Mhm. Wie findest du, habe ich mich geschlagen? Ich sag mal so, wie viel Glück kann ein Mensch haben? So wie du. Findest du ich? Ja. Warum? Weil du gehst in jedes Fettnäpfchen, was da auf der Bühne war. So jeder Gast, der irgendwas nur gesagt hat. Ich bin Veganerin! nee, Spaß. Also, ich fand's geil. Du wirst immer krasser. Danke, Mann. Aber ich glaube, die Leute haben Angst. Warum? Also, die anderen Comedians. Warum? Und ich sag das jetzt nicht einfach so, sondern weil ich Beef will. Ich will richtigen Beef mit euch allen. Wahrscheinlich Fleisch. nee. Ich finde, dass du immer krasser wirst. Danke, danke. Du hast immer so Punchlines. Du hast immer so, du hast zwei Arten von Comedy. Einmal so Comedy, wo man direkt checkt und lacht und einmal, wo man zweimal nachdenken muss und dann knallt's erst. Ja, danke, danke. Ja, ja das ist halt Arbeit, ne? Ja, wann geht die nächste, was denn? Das war jetzt die Preview. Also es ist jetzt noch nicht mein richtiges Solo-Programm. Das wird gebaut in den Previews, weil man testet ja. Ob das funktioniert, was funktioniert nicht so gut, woran sollte man mehr arbeiten, was wirft man wieder raus? Macht das jeder? Entschuldigung, ja, macht jeder so. Und, es kommen noch 4, 5 Termine und dann kommt nächstes Jahr die richtige Solo-Tour. Gehe ich auf die Solo-Tour, dann kommt auch die Fernsehsendung, kommt ja. Und es kommt die Tour mit dem Olli, Witz vom Olli. Und es kommt eine Tour vielleicht mit einem anderen Menschen. Boah, ja, das, man weiß nicht. Man munkelt. Ja, man munkelt. Deswegen, es findet viel statt. Ich habe viel, jetzt sind viele gute Sachen passiert. Ja, Fernsehsendung, kannst du darüber schon reden oder ist es noch unter verschlossenen Tüchern? Ja. Dieser Style ist so geil. Ey, ich höre, du musst das etablieren. So jede deutsche Redewendung falsch sagen. Wie geht die richtig? Das ist so geil, dass ich das so besser finde. Ja, geil.
das Geile ist auch, dass du das immer so ernst rüberbringst, ja, als ob das so stimmt. Das, man weiß es nicht. Ja, so andere dumme Leute könntest du damit irritieren, sogar, weil die denken, das ist krass, yeah. Shakira. Hey, Shakira, ne? Ja. Die ist das größte Phänomen. Die hat einfach ihre, ja, was ist das für eine Stimme? Kermit der Frosch original. Wie? Ha! So, mach mal nach. Warte. La 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 la. La 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 la. Die hat original so gesungen, Mann. So. Time to see. Whenever. Whenever. Boah, die ist die schlechteste Sängerin. Findest du? Boah, Katastrophe. Oh. Der Klang der Stimme ist halt sehr, sehr penetrant. Es ist aber nicht Celine Dion auf Crack? Nee, aber Celine Dion hat auch keine schöne Stimme, aber die singt halt überkrass. Ja, die hat aber auch so eine Stimme ein bisschen, ne? Ja, so. Ja. Warte, my heart. Bruder, das ist deswegen doch nur ist die untergegangen. Die wollte ich gerade sagen. Die Titanic ist doch nur wegen der auch untergegangen, der Hexe. Der hat die nicht gesungen. Der hätte nicht gesungen, dann ist alles so. Die Titanic. Ich hoffe, Ray Charles wäre da. Ja, Junge, der wäre die Titanic aber noch weiter. Die Titanic, Junge. Auf jeden Fall, ja. Weißt du, als die Titanic losgefahren ist, da sagt doch der Typ, also der an dem Hafen, nur Gott kann, nicht mal, nee. Das nicht mal Gott kann dieses Schiff singen. Und dann hat er denen gezeigt, was Sache ist. Ja. So. Es war nur die Spitze des Eisbergs. Ja. So. So, aber ich finde, die haben einige warte, wir schweifen wieder ab. Also, Fernsehsendung kommt, Nisa hat eine eigene TV-Show bekommen. Worum geht es da? Mm. Es geht um, ja, ich kann jetzt nicht so viel verraten, aber es wird sehr lustig, es wird illustrierte Gäste geben. Es ist so eine Late-Night-Sendung. Ja? Wann kommt die? Die kommt Januar, erste Quartal 2020. So. Ah, erste, ja. Ja, okay. Genau. Und dann, überleg mal, dann habe ich zwei große Touren, habe einen großen Podcast, habe meine eigenen Videos, die gut laufen, habe eine eigene Fernsehsendung. Ja, es kommt vielleicht eine Fernsehaufzeichnung von der Tour. So, dann werde ich in einem Jahr so erfolgreich werden, dass ich mich so abschieße, dass ich das nächste Jahr komplett untergehe und dann wieder mich vom Arbeitsamt abmelden muss. Geil. Damit man so später eine geile Doku über mich drehen kann. Wie der abgestürzt ist, damit ich so Mitleid erwecke. So Netflix-mäßig. Ja, genau. Aber da musst du nur so Heroin nehmen. Ja, genau, nur Heroin, aber direkt in den Augapfel rein. Und du musst Leute beklauen, ehemalige Freunde. Ja, genau so. Da kommen so ehemalige Manager, landen dann auch mich ein. So ehemalige Freunde. Ja, wie war denn dieser? Der war immer ganz freundlich. Ja, und auf einmal. Ich habe nichts gemerkt. Ja. Also, der hat auch immer nach Zucker gefragt, so Nachbarn von so Serienmördern. Ja, genau. Also, ich habe nichts gemerkt. Ja, und dann. Ey, apropos Mörder, ne? Ja. Da fällt mir Murder! Was. I don't believe you, Murder! Ich habe einen kurzen Ausschnitt über einen Serienmörder gesehen. Ich glaube, Ted Bundy oder so? Ted Bundy King. Weißt du, was Leute geschrieben haben? Nee. Frauen. Ja, ich weiß. Ohne Scheiß, ne? Ja, die stehen auf den. Haben den geschrieben, ey, wir finden dich heiß, wir würden dich gerne heiraten und so dieses. Der Typ hat über 20, 25 Morde bekommen. Guck mal, ich erzähl dir jetzt noch was. In Amerika, also das Land ist ja sowieso komisch, ne? Also das ganze Land hat eine Faszination mit Serienmördern. Deswegen sind ja alle Serienmörder, also viele aus den USA, haben Status wie Popstars. Jeder kennt Gacy, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, die sind alle bekannt. Richard Ramirez, die haben Liebesbriefe in den Knast bekommen. Die haben geheiratet teilweise alle, später im Gefängnis. Weil Frauen einfach Fans von denen sind. Wie von den Beatles. Ne? Ja, und dann denkt man, was. Serienmörder, ne? Aber was reitet die Frau, dass die den sieht? Die weiß, waren noch teilweise Frauenmörder. Haben also Frauen umgebracht und vergewaltigt. Aber nach dem Mord. Ja, ja, so Leichenschändung. Ja, genau, Nekrophilie. Ja? Ja? Heißt das so? Ja, das heißt so. Und ich glaube aber nicht, dass das Spaß macht. Und diese Faszination. Was denkt diese Frau? Warum sieht die den und sagt, boah, der ist süß? Und dann schreiben die den Liebesbrief und die heiraten teilweise. Ja, ja. Ich glaube, es ist diese Faszination so, boah, guck mal, der ist böse. Das mögen ja. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber zum Beispiel bei Making a Murder jetzt bei Netflix, ich habe ja die zweite Staffel mir jetzt angeschaut. Ja. Du bist ja noch erste Staffel. Bist ja, du aber noch. Das hat mich schon durcheinander gebracht. Da bekommt er auch Liebesbriefe. Er bekommt ja Liebesbriefe von Frauen, die denken, dass er so ist. Ja. Weil die das geil finden. Und dann hat er irgendwann, dann kriegt er auch so Paranoia, der sagt, ja, die will nur berühmt werden. Ja. Weil als sie ihn sozusagen im Gefängnis besucht hat, war die in jeder Late-Night-Show, in jeder Talkshow in Amerika, überall, ja, wie können sie denn mit ihm zusammen sein, ja, ich liebe ihn, ich habe mich verliebt und bla bla. Du kennst doch das, die ziehen das ja dann, schlachten ja komplett das Thema aus. Ja, komplett und nehmen alles mit.
Wie findest du Making a Murder? Making Murderer heißt das, ne? Murderer? Ja, Murderer. Ja, okay, kann sein. Kann sein. Ich mache immer das Intro überspringen. Ja. Also, ich finde das sehr krass. Ich finde sehr krass, wie korrupt der Staat ist. Also, an alle Zuhörer, Making a Murderer, da geht es um einen Mann, der 19 Jahre im Knast saß. 18. 18 wegen Mord und Vergewaltigung oder versuchte Mord und Vergewaltigung? Nee, also ich habe es noch im Kopf, Vergewaltigung. Und versuchter Mord. Er hat irgendwie, auf jeden Fall, nach 18 Jahren kommt er frei durch einen DNA-Test, der beweist, dass er unschuldig ist. Genau. So. Also, was ich jetzt erzähle, ist kein Spoiler, das passiert alles in den ersten zwei Folgen. Ja. Yeah. So, und es hat schon zwei Staffeln. Er kommt dann frei, er verklagt dann den Staat, wie viele Leute, die unschuldig im Knast sitzen, zu Recht. Den Mann haben die einfach acht. Also, man kann ja nicht sagen, der ist ein Geldgeier. Den Mann haben die 18 Jahre unschuldig seines Lebens haben die den beraubt. Und er verklagt dann den Staat auf mehrere Millionen und dann zufälligerweise geschieht noch ein Mord auf seinem Schrottplatz. Aber komplett. Aber alles sieht danach aus. Ja, alles sieht danach aus und dann kommt er nochmal in den Knast. Diesmal mit Beweisen. Und die Serie läuft die ist parallel, weil der Fall ist auch noch parallel. In Amerika wird immer noch verhandelt. Ja, der läuft aktuell. Und die Serie ist halt eine Doku, die das begleitet, den ganzen Prozess. Die Zeugenaussagen vor Gericht, wie die ermitteln. Und die lassen das offen, also der Zuschauer soll entscheiden, okay, hat er das jetzt getan, den zweiten Mord, oder schiebt ihm das der Staat unter, um kein Geld zahlen zu müssen. Du musst die zweite Staffel sehen. Liebe Freunde, wenn ihr Zeit habt, ja, das sind so krasse Sachen. Und keine Arbeit vernachlässigt, oder wenn ihr was lernen wollt, ja, dann guckt euch die zweite Staffel von Making a Murderer an. Ja, boah, Alter. Aber geile Serie. Ja, Mann, das ist aber... Aber irgendwie komischerweise... Schlafe ich immer bei so Serienmörder immer so ein. Ja, weil dich das beruhigt. Weil du es geil findest. Nein, ich schlafe aber wirklich mal ein. Ja. Aber wenn ich dann so King of Queens gucke, ist auch, ich finde, hast du ihn gesehen, ne? Was? King of Queens. Ich liebe King of Queens. Warte? Ich finde, das ist die drittbeste Sitcom aller Zeiten. Die ist so geil. Ja, vielleicht sogar zweitbeste. Ja. Dritte oder zweite? Was ist denn die erste? Prince von Bel-Air? Ja. Und zwei ist entweder... Now this story, out of Bel-Air. My life got kicked in upside down. I like to take some and then, is you regular me? You know when it's your mouth. And when I ask the best and I want it how. It's like English is king. Safe in the game. Social media game. And I want you wearing a chain. Guck mal, Platz 1 Sitcoms, Prince von Bel-Air. Yes. Platz 2 King of Queens oder Bill Cosby Show. Ich hab Bill Cosby nie gefeiert. Ja, weil du bist auch mit, jung. Mit Ruby, Rufy. Wie ist sie? Rupee. Wer ist Rupee? Die Kleine. Nein, die hieß, boah, jetzt bin ich selber, Rudy? Nee, nicht Rudy. Rudy. Ich bin selber raus, wie peinlich. Ja. Das ist sehr peinlich gerade. Ich bin raus, ich habe irgendwie einen Blackout. Bill Cosby Show ist Kult, Mann. Echt? Ja, Bill Cosby hat jetzt natürlich andere Probleme. Aber boah, Bill Cosby, bei dem ist das auch komplett nach hinten losgegangen, der Arme. Ich habe die immer früher verwechselt, Bill Cosby und O.J. Simpson. Wie kann man die verwechseln? Der eine ist schuldig, der andere unschuldig. Ja, aber die sehen beide schon ähnlich, ne? Ja. Die sehen sich ähnlich aus. Willst du damit sagen, dass Schwarze alle gleich aussehen? Nee, das will ich nicht sagen. Ich will nur sagen, dass O.J. Simpson und Bill Cosby sich ähnlich aussehen. Ja. Guck mal, wie der mich in so eine Rassistenfalle... die schnappt zu. So. Ja, ja, sagt ja, der Nafri. Ja, ich mach das doch extra, damit alle Schwarzen mir schreiben, boah, Nisa, danke, dass du ihn... dass du ihn an den Pranger gestellt hast. Ich sicher. Ja. Ja, Making a Murderer auf jeden Fall sehr, 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 sehr krank. Abgesehen davon ist auch die Ted Bundy-Doku. Hast du die gesehen auf Netflix? Nee, noch nicht. Boah. Verrat nichts. Ich verrate nichts, das sind 4 Folgen. Jetzt hast du schon was verraten. Dass das nur 4 Folgen sind. Ja, ich dachte, ich gucke mir ja nie an, was danach kommt. Ich hätte eingeschaltet und gesagt, oh, nur 4 Folgen, krass. Oh, sorry. Nee, das war Spoiler-Alarm. Nein, guck mal. Doch, der hat gespoilert. Guck mal, ich wollte doch nur sagen. Nein. Ja, 4 Folgen, damit du das schnell guckst, weil du dich freust, weil du weißt, du kannst das schnell abfrühstücken. Nee. Doch. Ich habe ja die Freude gesagt, boah, das geht jetzt mein Leben lang. Ja, dein Leben lang. Ich habe die Staffel 2 von Making a Murderer, habe ich in 6 Tagen 10 Folgen geguckt. Ja, Die geht 10 Stunden. Ja, weil du hast so viel Zeit. Ja, guck mal, was die Zuhörer ja nicht wissen. Cheyenne ist ja Multimillionär. Oh, jetzt schon wieder diese Leier. Warum erzählst du das jedem? Ja, weil das die Wahrheit ist. Ich bin jemand, der. Das stimmt nicht. Doch, ist es nicht die Wahrheit? Ich habe Millionen von Schulden. Ich erzähle ja auch nicht, dass du Millionen von Zehner hast. Das sagst du so oft. Ich finde es echt, ich habe viele Zähne. Ja. Ey, du hast schon echt viele Zähne. Aber was ist, wenn du mein Gewiss siehst? Woran denkst du?
an ein Klavier. du Ekelhafter. Aber da ist doch schwarz dazwischen, mein Klavier. Ja, aber Klavier, hi. Ey, Leute, ey, wie können Leute, weißt, apropos Klavier, ne, schwarz. Ich bin immer geschockt, wenn ich Leute sehe in Deutschland, Bruder, mit ungepflegten Zähnen. Wenn ich meinen Opa sehe in Tunesien, ne? Der so, ich habe gar keinen Opa mehr. Das ist jetzt falsch gesagt. Aber wenn ich einen älteren Mann sehe, ohne Zähne, so, dann in Tunesien, dann macht das Sinn so. Dann denkst du, komm, das ist Afrika, die haben eh nichts. Ja. Der hat auch keine Zähne, der hat andere Sorgen. So anstatt Zähne. Aber in Deutschland. Wie, aber in Deutschland. Und die reden, ohne sich zu schämen. Boah, ey, das ist krass. Der hat einfach so keinen Zahn. So. Ja. Wie kann, und der ist stolz so. Der redet mit dir, der öffnet seinen Mund so. Ey, so, ja, was geht? Ja, was soll er? Und der erwartet, machen? Dass ich so sage. Bruder, du hast keinen Zahn. Wieso redest du mit mir, als wärst du mit mir gleich? Ja, wie soll ein Mensch ohne, also wenn er nur der soll, ey, Bruder, jetzt mal ganz ehrlich. Du, ey, bei allem Respekt. Du hast keinen Zahn, geh zum Arzt, lass dir einen Zahn machen. Man leiht sich wegen jedem Müll Geld. Ey, wenn du zu deinem Freund gehen würdest, ne? Guck mal, komm zu mir, ich meine das ernst, komm zu mir und sag, Bruder, leih mir 50 Euro, ich will heute saufen gehen. Ja. Kriegst du keinen Cent. Ja. Komm zu mir und sag, ey Nisa, ich habe keine Zähne mehr, leih mir bitte 500 Euro, sag ich, hier sind 1000. Ja? Ja, aber warum? Aber guck mal. Ey, Bruder, wir sind in Europa. Ja, ich verstehe das, aber wie kannst du jetzt sagen, er redet normal mit mir, ohne sich zu schämen, wie soll er sonst reden? Ey, der hat keine Zähne und die tun so den Zustand, die akzeptieren den ja. Ja. So, ja, ich sehe aus wie so ein Crack-Junkie. Ja. Ey, die haben teilweise, der hat keine Schneidezähne so. Wie isst der einen Apfel? Wie? So, und der redet mit dir. Und dann siehst du dieses Zahnfleisch und in der Mitte des Zahnfleisches vorne hängt dir immer so eine Spitze runter. Ey, weißt du, wie das aussieht? Ekelhaft! Ey, so. Und dann lachen die immer auf Familienfotos. Ja, genau. Und dann haben die zum Beispiel auch hier so keine Eckzähne. Das ist nur. Ey, ich schwöre es dir. Man weiß nie, ne? Ja. Gott bewahre, alles kann passieren. Du gehst raus, du stolperst, fällst hin, brichst ihn. Stück Zahn ab. Dein Schneidezahn ist weg. Ich würde nie wieder das Haus verlassen. Übertreib. Ich schwöre es dir, bis der Zahn gemacht ist. Das wäre meine Priorität. Das stört mich bei denen. Die gucken so Netflix, während der Zahn fehlt. Ich würde meinen Fernseher verkaufen. Ich würde, mach dir einen Zahn. Einfach so einen Zahn, dann hast du wieder Zähne. Das ist schlimm. So, manche sind auch stolz so. Ja, ich habe mal eine Lehrerin gehabt, die hat eine Zahnspange gehabt und die hat zwei Zähne gehabt. Wofür war denn die Zahnspange da? Weil, guck mal, ey, das ist nicht witzig, ja. Ja, warum lachst du denn? Weil. Weil die. Die hat alle Zähne verloren. Ja, warum? Aber zwei Zähne sind geblieben. Die hat da dran festgehalten. Dann hat sie die Zahnspange drauf gemacht, dass die zwei Zähne irgendwie safe bleiben. Also, du weißt erstmal nicht, ob das so war. Doch. Die haben dir das doch nicht erzählt. Doch. Ja, genau. Ja, doch. Warte. Aber. Guck mal, die hat. Guck mal, die hat zwei Zähne und hat die geschützt. Ja? Alles, was. Alles, was Wichtiges ist, Bruder. Die hat das safe festgetragen. Die hat gesagt, die zwei. Die bleiben. Bis zum Ende, Junge. Kostet es, was es wolle. Ey, Leute, wie kannst du kein. Guck mal, es ist ja auch so, wenn du keine Zähne hast, ne? Du wirkst immer dreckig. Nein. Nein? Also, ach so, ich ekel mich. Schau vor, da kommt eine ganz hübsche Frau, Beyoncé. Ja. Und die hat keine Zähne. Nein, der hat vorne einfach so zwei Zähne weg. Und die macht so: Halo, Halo. Hacken hier. Nein, das geht auf keinen Fall. Was machst du? Kontrolliert. Oh Mann, ey. Ey, das ist echt. Also, meine Zuhörer da draußen, lauft nicht ohne Zähne rum. Das ist ja. Oh, ey, meine Gott. Güte. Das hat mich gekillt, Alei. Guck mal, mein Vater ist doch nicht 1970 von Nordafrika nach Deutschland gekommen, damit er weiter hier so zahnlose Menschen sieht. Nee, weil er, dass er wieder geht. Das ist. Es geht auf keine Kuh. Ey. Schöne Grüße an meine alte Lehrerin.
Zahnspange mit zwei Zähnen. Ja, Junge, die, ja, da fest dran gehalten. Die zwei Zähne waren nie wichtig. Ja, und weißt du, wie die einen Apfel gegessen hat? Wie, mach mal. Ganz genüsslich. Ja, mach mal, wie. Wo waren denn die zwei Zähne erstmal? Hier. Also nicht mal die in der Mitte? Nein. So wie ein Vampir? Ja, genau. Also Vampir hat ja nochmal einen zweiter. Ja, genau. Also die hatte nicht die Ich kenne jetzt nicht die jeweilige Zahnbezeichnung. Ja, guck mal, also, was er meint ist, die zwei Schneidezähne haben gefehlt und die zwei Zähne direkt daneben, vor den Eckzähnen, ja, die waren da. Das, ja, sieht aber vertrieben lustig aus. Ja, weil die hat alle Zähne verloren. Und die konnte so sprechen nochmal. Und die ist vom Pferd gefallen. Und hat das ganze Gebiss verloren. Ja. Warum hat die nicht das vom Pferd direkt rausgeholt? Die ist vom Pferd gefallen. Aber wie hat die Arme gesprochen? Ja, die Arme. Ja, die ist eine Lehrerin, wieso macht die sich kein neues Gebiss? Ja, das hat ja gedauert. Und weil sie Angst hatte, dass die zwei Zähne, weil die waren ja alle locker. Kennst du nochmal so diese Crocodile-Spiel? Ja, mit dieser Zange. Das, wo das Crocodile dann, ja, wo dann zuschnappt. Ja, ich hab das gehabt. Und dieser Doktor, wo man diese Knochen rausholt, dann piept das. Yeah. So war das. Die hat immer Angst gehabt, dass die, weil die waren locker. Aber wie sahen die Zahnspange aus? Komplett diese, über dieses ganze Zahnfleisch. Ey, du bist so arsch, also wir machen uns nicht über die Person lustig, sondern nur, wie sie aussah. Ja. Ja. Also, ey, das war zu krass. Aber ein anderes Thema mal jetzt. Nachher zeigt sie mich an. Hey, aber ich habe ihren Namen nicht gesagt. Ah, sicher. Ja. Nisa, ja, wie findest du eigentlich den Podcast so an sich? Also ich finde diesen Podcast sehr, sehr gut. Ich folge ihm. Lebst du das aus, was du eigentlich draußen nicht ausleben kannst? Nein. Das, was ich nicht ausleben kann, kann ich nirgendwo ausleben. Sonst werde ich angezeigt. Komm, Bruder, ich werde vielleicht nach der TV-Sendung auch angezeigt. Und gelünscht. Die wird schlimm, ne? Ja, ja, aber warum machst du es dann? Weil es Spaß macht. Du liebst sowas, ne? Ich liebe Provokation. Die harten Extremen. Ja, ja, aber ich habe ein anderes hartes Extrem. Guck du mal. Du würdest auch so nach Syrien gehen und einfach da Terrorwitze erzählen. Ja, 100%. Gerade das ist doch geil. Boah, wie lustig das wäre. Stell dir vor, die schmeißen sich weg vor Lachen. Die platzen vor Lachen. Die sehen rot vor Lachen. Ja, genau. Das ist eine Bombenstimmung. Guck mal, was ich sagen wollte. Ich check auch manchmal nicht, wie die. Guck mal, selbst bei meinem Podcast, also unserem, Entschuldigung. Wow, oh, das hat mich aber jetzt ein bisschen gekränkt. Ich habe mich doch nur im Wort vergriffen. Habe ich Nachrichten bekommen vom Manager oder so. Ey, Nisa, was du da und da gesagt hast, ist nicht korrekt. Guck mal, ich achte auf meine Vorbildfunktion. Bedeutet, ich benutze nie Fäkalsprache. Ich sage keine schlimmen Ausdrücke. Ich rede nie über vulgäre Sachen, über Sex. Nichts. Hast du aber jetzt. Ja, ich habe das Wort gesagt. Aber du hast jetzt darüber gesprochen. Ja, ja, so, was ich sagen will ist, und trotzdem kriegt mein Management immer Anrufe nach irgendwelchen Comedy-Shows. Ja, der war zu hart, der war zu extrem. Ja. Obwohl ich solche sagen, und ich sage, das ist doch nicht extrem. Aber warum laden sie dann einen Extremist ein? Ja, die sehen doch, wie ich aussehe. Ja. Das passt doch. So, das ist für mich nicht extrem. Die finden ja schon, wenn ich sage, was weiß ich, sagt ein Typ zu seiner Frau, Schatz, wie lange brauchst du noch mal Wohnungsputz? Sagt die 3 Stunden, wenn du mir überhilfst, geht's schneller. Sagt der, nee, 3 Stunden ist okay. Guck mal, der ist geil. Aber die sagen dann, ey, das ist zu extrem, das ist voll frauenfeindlich und das geht gar nicht. Und das war ja nur so ein klassischer Witz, so die eigenen Sachen von mir, die sind ja noch teilweise noch behindert. Ja, ja, ich kenne ja ein paar. Ja. Da sage ich, Hut ab. Hut ab. Kommt auch immer drauf an. Guck mal, es gibt andere Comedians, die erzählen auch Müll, aber... Ja, aber da ist okay, ne? Ja. Ach, boah. Das ist die Unterdrückung, wir werden unterdrückt. Weißt du, was ich hasse? Vom tiefsten Herzen. Menschen ohne Zähne. Nee, das nicht. Ich hasse wirklich vom tiefsten, also ganz, ganz im Kern, so Onkel Toms. Ja, Mann. Ja. Die sich hinstellen und genau, also nicht mal so sind. Ja. Nicht mal ansatzweise. Ja. Aber nur es machen. Ja. Ja. Ja, Freunde. Ja. Ich glaube, wir gehen langsam mal zu Ende. Wir gehen langsam mal zu Ende. Was ist das für ein Deutsch? Ich passe mich den Zuschauern an. Ja, okay, aber unsere Zuschauer sind, glaube ich, ja, intellektuell auf einem anderen Niveau. Weißt du, wie Niveau geschrieben wird? Ja, Nivea. Nein, buchstabier mal bitte. N-I-V-E-O. Ey, dass du auch so ernst bleibst. Ja? Du pokerst einfach, du denkst, ja, ey, funktioniert das? Ja, so wie ihr herkommt. Hauptsache. Wie ihr, ich bin hier geboren. Nein. Wirklich? Nein, bist du nicht. Das sieht man. Woran sieht man das denn? Guck mal, ihr kriegt alle so einen Strichcode.
Der ist so hinter dem Haar versteckt. Ja. Das merkt ihr aber nicht als Kinder, wenn ihr über die Grenze kommt. Ich bin hier geboren. Der wird eingescannt und dann wissen wir immer, wo ihr seid. Wer ist ihr erstmal? Dann für die Zuhörer. Ihr, muss er beschreiben. Ja, ihr, so Ölaugen. Pasalacken. Ey, woher kommt der Begriff Ölauge? Ja, weil Ausländer dunkle Augen haben. Aber Öl ist doch nicht dunkel, das ist doch so gelblich. Ja, sind also eigentlich, hast du recht. Eigentlich sind Asiaten aber, und Albinos. Ja, aber gutes Öl. Dreckiges Öl ist schwarz. Boah. Das ist eine geile Erklärung. Also schon. So, meine Damen und Herren. Bist du Araber geworden? Salam alaikum. Ey, das mit den Zähnen war zu krass. Die zahlt einfach eine Zahl. Leute zahlen Zahnspange, um so 15 Zähne zu richten. Und die hat einfach zwei. Und dann noch die hässlichen hier. Ja. Die sah aus wie eine Cartoonfigur wahrscheinlich. Wie isst die einen Apfel? Die hat immer in die Beine reingebissen. Und in der Mitte war noch Apfel dran. Ja, weil immer an der Seite ist ja, so, ja. Weil das in der Mitte kann ja nicht so abbeißen. Ja. Und was hat die noch so gegessen? Was hast du so beobachtet, was sie isst? Ja, die hat nur einen Apfel gegessen. Bananen manchmal. Aber die hat Bananen immer seitlich gehalten. Ja, so auf dem einen Zahn. Ja. Also hier so. Aber sie hat mir eine gute Note gegeben. Was für eine? Eine 2. Boah, ist das asozial. Also sie hat mir wirklich eine 2 gegeben. In welchem Unterricht, in welchem Fach war das? Ja, das kann ich nicht sagen. Dann wissen meine alten Klassenkameraden. Nein, du bist also doch nicht stimmt, mit deinem... Die können sich gar keinen Spotify-Account leisten. Ja, und du bist doch gar nicht mit deinem richtigen Namen. Ey, das ist so ekelhaft. Was war das für ein Fach? Bitte mich interessiert. Ich war einmal auf Klassentreffen. Nein, leg nicht ab. Was war das für ein Klassentreffen, Fach? Ne? Was war das für ein Fach? Bitte sag nur das Fach. Bio. Bio? Ja. Bio? Die hat einfach keine Zähne. Das wäre, als ob du Sportlehrer bist und so ein Körperbau wie Faisal Kavusi. Ja. Ich war letztens auf, also was ja letztens vor, glaube ich, 7 Jahren auf dem Klassentreffen. Ja. Ich habe noch nie gesehen, dass auf einem Haufen... Warte, die wieder Zähne da, die Lehrerin? Die war nicht da. Die ist umgezogen. Hat ihre Zähne gesucht. Ich habe noch nie gesehen, dass so viele Frauen Kinder von verschiedenen Männern haben können. Ach so, hat jede, Fleck. Hat jede Frau von so mehreren Männern Kinder? Ja, das war so ganz normal. Das war so voll komisch. Wir kamen da hin. Ja, das ist der Steven, das ist der Brian, das ist der Kevin. Das Steven, Brian und Kevin, okay, ja. Das sind englische Namen. Das ist der Jermaine. Ja. Ja. Aber woher, und die haben dann gesagt, die sind von 4 Vätern. Nee, die sahen alle anders aus, das haben wir selbst erraten. So eine Asiate, einer Schwarze. Nee, die waren alle ganz, ganz komisch. Aber vielleicht sind die von einem Vater. Nee, glaube ich nicht. Warum urteilst du so vorschnell? Ist ja auch egal. Ist ja auch egal, alles sicher. Also, meine Damen und Herren. Spotify immer abchecken. Ja, ganz folgen, diesen Herz favorisieren. You regular me. You run in the mouth. When you hand him in the ass and when you hand him in the mouth. Social media game. What's your chain? Wunderbar. Trink kein BH. Nie wieder da. Ja, so sind die Rapper. Die Rapper. Die Rapper, heutzutage, jetzt hier, jetzt machen wir Schluss hier, machen wir ein Schlusswort. Ja, okay, also. Sag mal, sicher, red schneller, mein Freund. Ja, was? Wir haben noch keine Zeit. Ja, okay, pass auf. Also, meine Damen und Herren, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei dem Podcast von Nisa und Scheiern. Abonniert bei Spotify, checkt euch die Highlights bei YouTube ab. Wir haben extra einen YouTube-Account für die Nisa und Scheiern Podcast. Stop! Hammer Time! Dit, dit. Oh, 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 oh,
Du denkst, wir kommen ein bisschen zu fast, aber es ist dieser Cheyenne Podcast. Ah, das, wie war damals, wenn so deutsche Moderatoren plötzlich Rapper wurden? Also, wir sind jetzt auf dem Bauernhof und jetzt habe ich einen Hals im Kloß. Ich trinke jetzt eine Cola. Schöne Grüße an Mola. Hey. Ja. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Wir lieben euch alle. Schaltet ein. Wir kommen 7-mal am Tag. Ja. Hi.